Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir befinden uns derzeit im eigenen Sonnensystem. Ein bisschen komisch, muss ich sagen. Hier ist unsere Sonne. Eine Sonnenmasse, denn genau von unserer Sonne aus wird auch berechnet, wie viele Sonnenmassen andere Sonnenmassen haben. Es wird immer angegeben anhand unserer eigenen Sonne und eine astronomische Einheit oder eine AU, eine Astronomic Unit, ist der Abstand von der Sonne bis zur Erde, also so der Mittelwert, das sind so knapp 200, wartet mal, jetzt möchte ich nicht lügen. Das ist jetzt peinlich. Und das 200, 150 Millionen Kilometer, genau, 150 Millionen Kilometer. Denn bis zum Mars sind es nochmal knapp 70 Millionen Kilometer mehr, sprich 220 ungefähr. Also im Schnitt, da kommt es auf Meter nicht drauf an. Tja, da kommen die ganzen Standardwerte her, die dann so, genau, hier steht auch eine astronomische Einheit ist das. Und Umlaufzeit 365,3 Tage, 70% Fels, 30% Metall. Aha, nicht schlecht. Achsenneigung 23 Grad. So, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Fangen wir doch mal direkt beim Merkur an. Müssen wir ein bisschen hier rausfliegen. Ich habe ein bisschen aufgetankt in der Zwischenzeit, von der letzten Folge bis heute. Oder bis jetzt. Merkur, der sonnennächste Planet, sehr, sehr heiß. Auf seiner sonnenzugewandten Seite. Merkur hat keinen eigenen Mond. Der umkreist für sich ganz alleine seit zig Milliarden Jahren die Sonne. Da passiert nicht viel bei dem. Müssen wir mal schauen, nicht, dass wir hier doch irgendwie immer mal rausgewunken werden. So, fliegen wir einfach mal ran. Es ist echt, ich muss sagen, es ist echt ein komisches Gefühl, hier im eigenen Sonnensystem rumzufliegen. Und da kommt er immer näher. So muss es sein, wenn man sich mit der Raumfähre Richtung Mond begibt. Ich frage mich gerade, ob sie wirklich denn für die Standardplaneten hier aus dem Sonnensystem Daten der NASA verwendet haben, beziehungsweise kartografische Daten. Ob das alles so hinhaut? Geil. Da ist er, der Merkur. Von Kratern übersät. Der hat nicht so unwahrscheinlich viel abbekommen, weil ja die Sonne halt doch schon sehr, sehr nah ist von ihm aus gesehen. Und die Sonne da mit ihrer Masse einfach mal das meiste dann noch eingefangen oder weggefangen hat. Ich glaube, auf der Rückseite von unserem Mond sind vielleicht mehr zu finden. Ist auch nicht besonders groß, der Merkur. Auch sehr unspektakulär im Prinzip. Aber trotzdem echt nett gemacht, also kann man schon nicht meckern. Wisst ihr was? Wartet mal, ich muss mal kurz. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Doch, jetzt. Ich mache mal einen Screenshot, mache dann vielleicht mal ein schönes Bild, wenn wir da vor allem allen Planeten stehen. So. Geil. Schön. Gut, würde ich sagen. Ab zur Venus, der Liebesgöttin. Wer weiß, was uns dort erwartet. Die Hure des Sonnensystems, wenn ihr so wollt. Na, schon eine ganze Ecke weiter weg. 352 Lichtsekunden. Hier ist aber viel los. Ein föderales Abwurfschiff. Da könnte zwei Torpedos von unserem Torpedopylon abbekommen. Wir haben echt bloß zwei Schuss dabei oder was? Ich fasse es nicht. So, müssen wir erstmal wieder Geschwindigkeit aufbauen.
die Venus, auch die hat keinen Mond, hat eine unwahrscheinlich dichte Wolkendecke, ich glaube voll mit Ammoniak und Schwefel, Gedöns und allem möglichen giftigen Zeug, was für uns nicht so erstrebenswert wäre, wenn wir das hier auf der Erde hätten. Könnten wir das Spiel nicht spielen und uns Gedanken machen, wie es wäre, wenn die Venus, ihr wisst schon, jedenfalls auch relativ wenig los auf der Venus. So, wir kommen immer näher. Sehr schön. Venus kann man ab und zu mal wenigstens noch mit dem Fernglas oder halt mit dem Teleskop beobachten. Geht knapp über dem Horizont immer mal auf. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da die Sonne nicht mit erwischt. Wenn du durchs Teleskop guckst und guckst in die Sonne rein, dann hat sich's für dein Augenlicht erledigt. Zumindest für ein Auge. Guckst du nur mit einem Auge rein, hast du noch ein anderes. Es sei denn, du hast so ein Binokular oder so, wo du halt mit beiden reinguckst, dann wäre direkt beides kaputt. So, schauen wir uns mal die Wolkendecke an, ob sie die irgendwie vielleicht sogar animiert haben oder so. Ist jetzt gar nicht vor Schreck, wie nah wir da ran können. Die Venus. Es kommt ganz schön ins Ruckeln, vorhin auch schon beim Merkur. Leichter grüner Schimmer hier ringsrum. Geil. Die bewegen sich sogar ein bisschen, die Wolken. Okay, und jetzt dann direkt zur Erde. Werde ich mal ein schönes Bildchen zusammenstellen mit den ganzen Fotos, die wir hier jetzt gerade gemacht haben. Das kriegt ihr nicht mit, wenn ich die mache. Das läuft alles mit Perfraps. Bye bye Venus. Sehr schön, auch hier mit dem Grünstich. Ich weiß nicht, ob das so original ist, aber sieht ganz lustig aus. Ich hoffe eventuell, dass meine Grafikkarte vielleicht nicht gerade überhitzt und mir die Probleme macht. Aber ich glaube nicht. Das schafft die Venus nicht. So, ab zur Erde. Der dritte Planet, der erste Planet mit einem Mond und auch, wie ihr wisst, mit Leben. Ja, ca. 150 Millionen Kilometer entfernt. Im Schnitt hat ja eine leicht elliptische Bahn. Wie alle anderen Planeten im Prinzip auch. Sind nicht ganz rund. Ich weiß gar nicht, wer die rundeste Bahn von allen hat. Das könnte vielleicht tatsächlich der Jupiter sein oder der Saturn. Ne, Saturn nicht. Mars oder Jupiter eventuell. Ich weiß es nicht. Ist auch vollkommen irrelevant. Dauert halt immer einen kleinen Moment, dass wir die Geschwindigkeit aufbauen. Ach ja Gott, die Erde hat sogar den Mond dabei. Immerhin, das wäre auch echt traurig, wenn sie das nicht mit eingebunden hätten. Ich muss mal wieder eine Taste belegen, dass ich die Ziele direkt vor mir auswählen kann. Das hatte ich letztes Mal irgendwann geändert, ich hatte schon mal erwähnt. Ein oder zweimal. Oh, mein Kaffee ist auch alle, wie ich gerade sehe. Super. So, Erde, wir kommen.
Wollte gerade sagen, was haben wir denn da für eine Landmasse? Das ist Australien. Da die Philippinen, da geht es dann hoch Richtung China, Japan, Thailand. Alles Mögliche vertreten. Hier rechts müsste noch irgendwo Neuseeland sein. Schön, Australien. Oh, herrlich. War von euch schon mal jemand in Australien? Oh, da hinten wird uns direkt der Jupiter angezeigt. Ich flieg mal ein bisschen rum. Da kommt dann auch langsam Indien. Da oben Russland. Mongolei. Afrika taucht hier vorne langsam auf. Das gute alte Zweistromland. Hauptschiff wird da hinten angezeigt. Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Haben wir die Erde. Ist ein bisschen wolkig oben bei uns. So bei Griechenland. Sehr schön. Ah, wunderherrlich gemacht. Da oben irgendwo. Da sitze ich gerade und spiele. Sehr, sehr schön. Gut, wir bleiben jetzt mal hier, bis sie sich einmal gedreht hat, damit wir auch alle sehen. Nein, das machen wir natürlich nicht. So, dann ab zum Mond. Ja, die Chinesen waren wieder die Ersten, oder was? Was ist denn Hauptschiff? Das möchte ich mir mal angucken. Ach. Das könnte... Warte mal, kann ich immer meinen Aufklärungsscanner raushauen? Finden wir dadurch vielleicht Voyager, oder wird uns das Ding so angezeigt? Keine Ahnung. Schauen wir uns doch mal Hauptschiff an. Ist das eines dieser riesengroßen Mutterschiffe? Das wäre ja nice, wenn wir das noch sehen würden. Oh, herrlich, oder? Geil. Bin echt begeistert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hoho, heilige Scheiße. Das ist das Riesending. Das Problem ist nur, wir sind hier der Kampfkreuzer. Alter. Wir haben hier nichts zu suchen. Ich hoffe, die ballert uns hier nicht weg. Die Glory ist das. Alter Schwede. Ich glaube, wenn das Ding einmal seine Waffen auspackt, hat sich's direkt für uns erledigt. Ich möchte ungern hier drauf gehen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Krass. Sehe ich jetzt auch zum allerersten Mal in dem Spiel. Es gibt ja mehrere von den großen. Doch noch eins, also ein riesen Loch in der Mitte. Können wir mal vorbei boosten. Alter, was für ein Monster. Unfassbar. Ich kann leider nicht näher ran, sonst würden die mich da echt abballern.
können ja mal die Vulture nachholen und das Ding wegschießen. Ich glaube, da hast du direkt so eine Milliarde Kopfgeld auf dir ausgesetzt, was das Teil vielleicht als Bruchteil gekostet hat oder so. Na gut, wir wollten mal zum Mond. Wir brauchen keine 4 Tage wie Apollo. Geht ein bisschen schneller. Weiß jemand, wo es die anderen Mutterschiffe gibt? Es gibt doch mehrere davon. Also 2 auf jeden Fall. Dieses Teil und dann noch das andere große mit diesem Loch in der Mitte, wo man durchfliegen kann. Oh oh. Ein föderaler Agent? Okay. Ich habe ihn abgebrochen. Und dann können wir direkt mal unsere Bewaffnung testen. Los, bist du allein unterwegs? Wir müssten eine Weile warten, bis ich die Torpedos da dran finden. Oder könnte ich schießen? Oder sollte ich warten, bis die... Ich würde es gerne mal mit so einem Torpedo probieren. Rums. Sau geil. Der war zwar schon fast tot, aber ich wollte ihn doch noch wegschießen. Oha, Kopfgelder werden wieder mehr. Naja, was soll's. 15 Machtspielpunkte immerhin nochmal erhalten. So, ich würde mir gerne den Mond anschauen. Ist ja ganz nett, dass sie den Mars hier so ein bisschen bevölkert haben. Aber ich hätte schon eigentlich noch geiler gefunden, wenn sie das vielleicht gelassen hätten. Naja, man kann nicht alles haben. Ist der Original der Mond, das werden wir gleich sehen. Jo. Hier mit diesem riesen Einschlag, den man selber sehr, sehr gut beobachten kann. Auch mit bloßem Auge sieht man den. Ja, der da links. Mich auch mal Richtung Sonne. Ist nur leider ein bisschen matschig aufgelöst, wie ich finde. Naja, was soll's. So, wer kommt als nächstes? Der Mars. Haben sie dem Mars seine beiden Monde wenigstens spendiert? Nö. Mars hat 2 kleine Monde. Ich glaube, die sind auch nur halb so groß wie unsere, wenn überhaupt. Naja. Bin ich mal gespannt, wie der jetzt aussieht. Mit Wasser. Oh, der ist aber weit weg. 1200 Lichtsekunden. Er hat ähnliche Welt. Steht das bei der Erde auch da? Erdähnliche Welt? Ja, bei der Erde steht auch da erdähnliche Welt. So, Mars, wir kommen in großen Schritten auf dich drauf zugeflogen. Ach so, der ist auf der anderen Seite gerade. Sprich. Die Erde ist jetzt hier auf der Seite und der Mars ist hier hinten irgendwo. So ellipsenbahnmäßig gesehen. Wir düsen gleich einmal an der Sonne vorbei.
Lokaler Ruf Wohlgesinn. Wie kommt das denn, bitteschön? Kann eigentlich gar nicht sein. Wir haben doch hier noch nichts gemacht. Aber ich muss sagen, das Torpedo-Dingens. Also 16% hat es auf einmal weggehauen. Wahrscheinlich noch mehr. Vielleicht zieht uns ja noch mal einer rein raus. Wir haben ja noch einmal übrig. Und mir hat auch jemand geschrieben, vielen Dank für den Tipp, dass es hier innerhalb einer der Stationen oder wahrscheinlich vielleicht auf jeder auch die Salvenlaser gibt, die auch sehr gut sein sollen. Die haben zwar einen höheren Energieverbrauch, also so einen Energieverbrauch zwischen Impulslaser, die wir immer benutzen, und den Strahlenlasern, da liegen die so dazwischen, hauen aber dafür ein bisschen mehr Schaden raus als die Impulslaser. Können wir noch mal gucken, wir können ja mal versuchen, hier irgendwo zu landen, wo wir vielleicht nicht gleich auf den Deckel kriegen. Mal schauen. Bisschen ungewohnt, an den Mars ranzufliegen. Und der ist nicht rot. Nicht, dass ich es gewohnt wäre, Richtung Mars zuzusteuern und er wäre rot. Ich denke, das ist keiner gewohnt. So. Ein bisschen rostig ist er noch. Hier am Rand zum Wasser hin. Gut umgemorpht, Leute. Aber man sieht auf jeden Fall noch die ganzen Einschlagskrater. Die haben sie natürlich nicht wegbekommen. Da müsst ihr eine Weile backern, bis die ebenerdig sind alle. Der Mars hat jetzt in seiner Ursprungsform, also so wie wir den gerade kennen, der hat eine ganz kleine, seichte Atmosphäre, die bis ungefähr so einen Meter über der Oberfläche anhält. Temperaturen können da auch schon mal ja frisch bis so plus 10, 15 Grad irgendwie sein. Das ist halt schon ein gutes Stückchen raus aus der habitablen Zone, in der sich die Erde Gott sei Dank genau in der Mitte befindet. So, na gut, machen wir von dem auch noch ein schickes Bildchen. Haben wir hier eine Station? Mars High haben wir hier. Sieht es aus, wenn ich dahin fliege? Können wir uns das trauen? Da sind wir gesucht. Da nicht. Da nicht. Und hier eigentlich auch nicht. Können wir eigentlich machen. Wir fliegen mal zu der Mars High Station. Ich würde schon gern irgendwo hier mal zwischen parken, falls sie uns abschießen. Dass wir dann hier auch wieder rauskommen. Ist ja gleich um die Ecke. Wieder ein föderales Abwurfschiff unterwegs. So, und dann drückt man die Daumen, dass wir da ohne Probleme reinkommen. Ah, guck mal, sieht ja aus wie zu Hause. Vielleicht ist es innen drin auch so schön, aber ich glaube, nirgendwo ist es so schön wie bei unserem Zuhause. Ah, dann kriegen wir eine Landeerlaubnis. Wobei wir jetzt natürlich auch nicht unsere kleine Kriegsmaschine, die Lady Fiona, sprich die Vulture, dabei haben. Aber vielleicht besser mal so einen Salvenlaser hätten gebrauchen können. Ist doch nichts wie rein, bevor sie uns hier scannen. Hehe. Einfach mal ganz frech in eine feindliche Station. Brems, 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 brems. Nicht noch mehr an Ungnade fallen. Docking successful. Engine
Glück gehabt. Auftanken, nachladen, komplett nachladen. Ach geil, da war noch so einen zweiten Torpedo dabei. Jo, okay. Wir können ja mal Universal Cartographics reingucken. 76.000, wenn wir es hier verkaufen. Verkaufen wir aber bei uns irgendwo. So, gucken wir mal in die Ausrüstung rein. Auch geil, wie sich die Luken hier vorne öffnen. Salvenlaser, tatsächlich. Ah, das ist ein Geschützturm. Scheiße. Die sind tatsächlich besser als die, die wir drauf haben. Ich habe die noch nie drin gehabt. Wollen wir das mal probieren? Achso, warte mal. Das sind die normalen. Die sind halt nicht zielverfolgend, also da müsste ich selber gut zielen. Das eigentlich könnten wir das mal machen. Ich denke, die gibt es noch in deutlich besser, aber die passen halt hier nicht rein. Ich kaufe die jetzt mal. Wir probieren das mal. Da müssen wir dann zwar selber zielen. Sind die ein bisschen größer? Nö, das sind die gleichen. Muss ich bloß dran denken, wenn wir hier jemanden überfallen. Wir werden die auf jeden Fall mal testen, wie die sich schlagen. Sind die direkt in der Feuergruppe mit drin? Jawohl. Ja, wunderbar. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Erkundungstour durch Sonnensystem. Und damit danke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.